Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 2020 erwirtschaftete Amazon einen Rekordumsatz von 44 Milliarden Euro in der EU. Überraschung: an seinen europäischen Niederlassungen, Steuersitz Luxemburg, entrichteten sie für denselben Zeitraum 0 Euro Körperschaftssteuer. Gleichzeitig kämpft das Kleingewerbe in Deutschlands Innenstädten ums Überleben. Das ist eine krasse Wettbewerbsverzerrung, und hier muss endlich durchgegriffen werden. US-Präsident Biden, der ist ja zurzeit für einige Überraschungen gut, der will die Unternehmenssteuern erhöhen, eine Mindeststeuer von 21% durchsetzen. Und so, wie ich die Amerikaner kenne, setzt er das auch hier in Europa bei den Tech-Firmen, bei Amazon und Apple durch und wird sich auch hier die Gewinne in Irland oder Luxemburg holen. Und deswegen haben wir natürlich das große Risiko, dass Europa in die Röhre guckt, wenn wir nicht entschlossen Quellen und Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen erheben, auch die Steueroasen, die wir hier in Europa vor der eigenen Haustür haben, meine Damen und Herren. Und es ist eben angezeigt im digitalen Zeitalter, dass man stärker am Ort der Umsätze besteuert, weil eben Amazon oder Google ja keine Fabrik hat, sondern zum Beispiel mit unseren Daten ihr Geld verdient. Wir begrüßen vor diesem Hintergrund das Steueroasenabwehrgesetz. Es enthält sinnvolle Maßnahmen. Erstens Verbot des Abzugs von Betriebsausgaben und Werbungskosten von Geschäften mit Steueroasen. Sinnvolle Maßnahme. Zweitens eine Hinzurechnungsbesteuerung. Das heißt, dass man da noch was obendrauf gibt, wenn eine Briefkastenfirma in einer Steueroase sitzt und Gewinne dorthin verlagert. Sinnvolle Maßnahme. Drittens sieht das Gesetz vor, eben stärker Quellensteuern zu verhängen, weil wir wissen, ein Drittel der Steuervermeidung entsteht dadurch, dass innerhalb des Konzerns Kredite vergeben werden. Also Amazon mit Sitz in einer Steueroase vergibt einen Kredit an Amazon Deutschland, und Deutschland, die deutsche Niederlassung zahlt kräftig Zinsen darauf, und so verschiebt man die Gewinne wie ein Amazon-Paket in eine Steueroase. Deswegen ist es sinnvoll, hier stärker dort, wo die Gewinne erwirtschaftet werden, in Deutschland zuzuschlagen. Allerdings greifen all diese Maßnahmen nur bei Staaten, die auf der schwarzen Liste der EU stehen. Und Überraschung, kein einziger EU-Staat steht da drauf. Selbst wenn man 0% Unternehmenssteuern erhebt, ist man da nicht automatisch drauf. Das ist wie wenn ich mit 100% Alkohol im Blut in die Alkoholkontrolle fahre und sage, ich bin nüchtern. Und deswegen, meine Damen und Herren, wäre es angezeigt, weil Herr Scholz, Sie haben ja hier auf Ihre Initiative mit dem französischen Finanzminister verwiesen, dass wir vorangehen und sagen, Deutschland und Frankreich machen ein klares Signal, wenn auch die Steueroasen in der EU nicht kooperieren, brauchen wir Quellen und Strafsteuern auf Finanzflüsse, auch in diese Steueroasen, um Druck aufzubauen, damit Europa nicht wieder in die Röhre guckt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege de Masi.